Guten Morgen, ich bin erwacht. Ich bin in Chandlers Küche erwacht. Und neuer Tag beginnt. So, wir laufen jetzt hier runter, nach da ganz unten hin. Das ist steil und so, oder wie das heißt. Und genau nur aus diesem Grund laufen wir hier runter. Und aus keinem anderen. Wir laufen jetzt an so einem künstlichen Fluss hier vorbei. Hier ist eine Matschstelle. Aber genau, wir laufen hier an diesem künstlichen Fluss hier vorbei dran lang. Jetzt wird Scheiße gewaschen. So, diese Outdoor-Dusche, die wurde nur angebracht, nur aus diesem Grund. Damit Helmut diese Scheiße vom Schuh abwaschen kann. So ist es. Weil der ist heute zweimal auf Scheiße getreten. Deswegen wusste er das. Reicht nicht. Es reicht nicht. Minimum fünfmal. Genau, nur aus diesem Grund haben wir das hier aufgestellt, aufgebaut. Bah, diese ganzen Mücken hier vorne oder was das hier sein sollen. Oder diese komischen Fliegen oder weiß ich auch nicht, was das hier sind. Die zerstechen mich die ganze Zeit. Hier sind überall Punkte. Die nerven voll. Die sind richtig widerlich. Hier, guck mal, dieser Bohrer, der steckt fest. Verlängerung. Das ist scheiße. Das ist widerlich. Das ist richtig ekelhaft. Das muss rausgedrückt werden. Ich bin gerade im Burger King. Das sieht speziell aus. Guck mal hier. Diese Papiere, diese Blattpapiere, die hier oben auf den Bäumen hier rumwachsen. Blattpapiere, genau. Ja, die kann man fressen. Die möchte ich fressen. Lüge! Also vergifte dich nicht, du Verdammter! Vergifte dich nicht! Nein! Nein! Die sind giftig! Die sind geil! Gamil, hast du Bock mit mir eine 100 Kilometer Sauftour zu machen? Tut mir leid, aber ich werde niemals im Leben 100 Kilometer laufen, also. Und es wird so lange gesoffen, bis wir die 100 Kilometer durchgeschafft haben. Ich schaffe nicht mal die 1 Meter. Weil ich nicht saufe. Deswegen. Tut mir leid, aber ich muss leider hier damit absagen. Aber wir können aber eine 2 Meter Cola-Tour machen. Wo wir 2 Meter laufen und Cola trinken. Das könnte ich noch schaffen. Wir sollten unbedingt mal so eine richtige 100 Kilometer Sauftour machen. Und wir saufen so lange, bis wir die 100 Kilometer erreicht haben. Über mehrere Tage hinweg. Wieso soll denn eine Zugfahrt denn mehrere Tage dauern? Fußläufig. Sergeant, wir müssen unbedingt mal so eine richtige 100 Kilometer Sauftour machen. Ja, 100 Kilometer Sauftour? Ja, und wir müssen so viel saufen, bis wir die 100 Kilometer erreicht haben. Ich selber kann leider nicht saufen. Aber. Und das über mehrere Tage hinweg. Wir würden ja erstmal, mir würde es ja schon reichen, wenn eine Wanderung mal länger als 10 Kilometer gehen würde. Es muss 100 Kilometer sein. Das ist das Zielpunkt. Das ist ganz wichtig. Interviewe bitte diesen Typ an. Also prinzipiell, wenn ich genügend Vorlauf habe, bereite ich mich auf sowas vor, aber 100 Kilometer von Heavy. Auf einer 100 Kilometer Sauftour. Nee, danke. Also 100 Kilometer fahren können wir gerne machen. Ja. Nein, Sex. Wir müssen eine ganz große Sauftour machen. Das Problem ist, wenn ich saufen, laufen wir nicht viel, weil ich nur saufen will. Ja. Also, da können wir an Ort und Stelle bleiben. Aber es muss bei mir
ein 100 Kilometer Sauftour Vlog 2.0 stattfinden. Das ist ganz wichtig. Das ist absolut sauber. Wo schlaft ihr eigentlich heute? Draußen. Das macht mich geil. Das sind Herren, meine Leute. Schönste, was es gibt. Ja. Wir schlafen wieder draußen. Ja, man muss immer die Schuhe kaufen. Fick dich, du Mieser. Komm, dann für den Block. Irgendwann, ich hab mir schon gerade mal machen. Ist egal, rein. Nimm den Schluck für den Block ab! Guck mal hier. Dieser Hundescheißgeruch von den Schuhen, das ist immer noch dran. Das kommt hier die ganze Zeit in die Höhe ran. So was wir das alle riechen, das ist richtig geil. Das ist Premium. Hier, guck mal. Wir haben hier gepennt. Oder nicht ganz. Ich habe vorhin da drüben hinterm Busch dort auf dieser Bank gepennt. Ich bin eingeschlafen von gestern Abend. Und die Sonne hat mir vollkommen ins Gesicht gestrahlt. Da kam ganz viel die Dreischepperung und sowas. Das war richtig geil. Das war richtig lustig. Das müsst ihr mal alle nachmachen. Wir sind losgelaufen. Ein frischer Fisch? Frisch? Leckri, leckri. Premium-Fisch. Ich würde auch gern mal angeln. Aber ich bin ein Idiot. Ich habe, glaube ich, das Geschick nicht dafür. Aber ich liebe Fisch. Wir haben gerade Burger King gefressen. Jetzt gehen wir auf Bier-Expedition. Und ich habe Burger King vollgeschissen. Mit ganz viel Bierschissgeruch und Geschmack. So, wir schlafen jetzt unter der Brücke. Also da, wo diese ganzen vielen Züge und so, welche Fahrzeuge hier rumfahren, drüber fahren.